Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Stimme ist noch ein bisschen belegt, aber auf Weg der Besserung. Heute ein Unboxing. Ja. Das erste Video im Wald für dieses Jahr. Ich hoffe, da kommen mehr. Ja. Flexing Rino Gym. Ja. Schön, oder? Heide ist eigentlich immer schön. Zwar schon 3 Wochen, also jetzt bin ich in der 3. Woche nicht trainieren. Erste Woche, weil der Tu, ja, nicht trainieren gehen, weil sonst könntest du ja die Farbe ausschwitzen. Aber sind wir nicht fertig. Ne? Demnächst sind die Handoberflächen dran. So, also, ich habe dieser Tage am 1.1. habe ich mir bei Mila Sports was bestellt. Und zwar den Finn Wolf von Cold Steel. Wer es nicht weiß, Cold Steel ist verkauft worden. Ist also nicht mehr Cold Steel, wie ihr das vielleicht kennt. Deshalb rate ich jedem, wer noch die alten Cold Steels haben will, greift zu. Ja? Der Finn Wolf war schon länger bei mir auf der Agenda drauf und ich hatte dieser Tage mal wieder ein Posting vom Schnorris gesehen. War es ein Posting oder war es ein Video? Schnorris, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mich daran erinnert und da vielen Dank. Ich hörte übrigens, dass während meiner nicht ganz so großartigen Anwesenheit die Live-Community ein bisschen einschläft. Kann das sein? Nicht machen, ja? Also, ich habe mir bei Mila Sports das Finn Wolf bestellt, den Finn Bär. Den habe ich an meinem Rucksack dran. Ja, und dann habe ich dann am Montag, dem 3.1., habe ich mit dem Michael Lacher, dem Inhaber von Mila Sports, telefoniert, um ihm halt ein gutes neues Jahr zu wünschen. Wir haben ein bisschen gequatscht und sagt der Mensch, jetzt, ich habe es jetzt gerade eben erst gesehen. Hast ja was bestellt. Ja, ja. Grundstil. Ich hätte dir gerne noch einen Luzon eingepackt. Ich habe aber nicht gesehen, dass du bestellt hast. Kein Problem. Mal gucken. Päckchen, ob da was drin ist. Außerdem Finn Wolf. Vielleicht ist das Luzon mit dabei. Wir gucken mal. Und es kam halt an bei meiner Nachbarin, Sandra. Erinnerung. Wir hatten dann gestern Abend telefoniert über WhatsApp, sagte, hey, du bist um uns morgen mit den gelben Tonnen dran. Ich denke, oh nein, was schlag schon im Bett? Ich sage, Sandra, stell das Kartönchen bei dir vor die Tür, mach mir einen Zettel dran, Mülltonnen rausstellen. Gutes Stück, Dankeschön. Und heute Nacht bin ich dann kurz vor 3 aus der Wohnung raus, runter. Und die Mülltonnen rausstellen, da stand nicht schon an der Tür. Wer auch immer das war, vielen Dank. So, jetzt packen wir es aus. Tabletop? Tabletop. Ach ja. Cold Steel. Eine Mütze, die mir der Lynn Thompson damals noch auf der IWA geschenkt hat. Ne? Wir haben ja immer, wenn ich immer auf der IWA war, nicht auf der IWA war, da haben wir mal einen kleinen Schnack gehalten. Und wir hatten mir immer was geschenkt. Und beim letzten Mal war es eine Mütze. Ja. Thanks, buddy. I guarantee to you, you're deeply missed in the knife scene. Ja. Denn Lynn Thompson hat Cold Steel verkauft an die Firma GMX. Nicht zu verwechseln mit GMX, dem Mail-Anbieter. So, jetzt aber. Nein, doch. Das Summer. Das Summer. Und angeboxt wird es mit dem Kaliber von Böker respektive Mike Skeller. Und? Kurzstil. Cold Steel. Ich werde verrückt. Der hat es tatsächlich noch geschafft, mir davon was, also eins einzupacken.
Anytime, Anywhere, Cold Steel. Aber ich glaube, das ist eine neue Verpackung, oder? Ja. Kyoto 2? Hä? Ach, das ist ja noch ein drittes Päckchen. Da ist auch das alte Logo, da, Cold Steel. Das ist wohl das neue Cold Steel. So. Da ist der Finnwolf. Wow. Ne? F1 Griffschalen. Manche sagen Sightel dazu. Ja. Also, oder FAN Fiberglass Reinforced Nylon. Ne? Klasse. AOS 8 Stahl. No? Ach, da, Entschuldigung. Also, das wird jetzt in die EDC-Rotation kommen. Und sieht so eigentlich jetzt schon ziemlich gut aus. Gut verarbeitet, toll. Ich werde dann das Finnbär noch mit dazu packen im Review. Ja. Kein Jimping, ne? Aber wir haben hier so eine Art Parierelement. Wir haben einen Schutz vor ja, Kaputtschleifen des Schleifsteins. Ne? Scandi-Schliff, cool. Kein Deep Carry Pocket Clip, aber der ist umsetzbar. Und zwar rechts, links, tip up. Ne? Ja. Und das ist echt easy peasy, also das läuft gut. Also ich kann euch wirklich nur dazu raten, holt euch, sag mal, wenn ihr zum Beispiel das Spaten oder so, ich denke, das wird, ist immer noch ein, also das Spaten zum Beispiel, das ja, die Leute lieben das, ne? Aber ob die das dann weiter produzieren, weiß ich nicht. Wenn ihr es irgendwo kriegen könnt, dann holt es euch, hoffentlich kriegt ihr noch eins aus den alten Chargen, aus der Zeit von Lynn Thompson, ja? Weil man weiß nicht, wie GMX, ob die Firma runterrocken oder auch nicht, ne? Das ist der Finnwolf. Danke, Schnorris, fürs Erinnern. Oder wie man, wie die Amis oder die Engländer sagen würden, thanks for the idea. Ja. Dann haben wir hier das Kyoto 2. Die sind zum Beispiel auch schon gar nicht mehr zugeklebt. Och, ein Nicky. Ja, bist du Jack. Ein Nicky? Das ist ja ein gummierter Griff. Wie cool. Och, Kyoto 2. Ja, bist du dann Jack. Wahnsinn. Und scharf. SecureX Scheide. So. Das hier ist PO Box Grand Prairie, Texas. Und da war es nicht aufgeschrieben worden. Cold Steel. Nicole Street in Ventura, Kalifornien. Also, das ist noch oldschool und das ist dann im Prinzip schon eins aus der neuen Firma, der
von GMX. Leute, wenn ihr die Firma verhuddelt, dann gibt es Mega von Bremen. Glaubt es mir, dann gibt es Mega von Bremen. Oh, oh. SAK kompakt. SecureX Scheide. Im Coating drauf und schön viel Öl. Okay. SAKC. Da habe ich was zum Spielen. Wie cool. Auch ein schöner gummierter Griff. Da muss ich mich erstmal in die Materie reinfummeln. Ja? SecureX Scheide. Kein Drainage Hole, das kann man selber machen. Macht mir aber einen stabilen Eindruck. Ja, also schönes Ding. Das hier ist aber auch sehr interessant. Ein richtiger Knebel. Ja, Knebel, also wird knapp mit den vier Fingern. Ja, aber geht noch. Aber ist wirklich eine tolle Hand. Und es hat so ein bisschen so den, ja, den Stil von einem asiatischen Dolch. Also als wenn das hier so diese, die haben ja sonst immer so Wicklungen gehabt und sowas, ne? Zack. Klappert nichts, wackelt nichts. Das hier? Na, das ist jetzt hier. Dann los. Das sieht gut aus. SAKC. Da muss ich mich in die Materie reinfummeln. Da habe ich zu tun. Nachlesen und gucken. Schön. Boah, das aber. Oh. Wahrscheinlich vom Inder um der Ecke haben sie noch das letzte Frittierfett genommen. Irre. Ja, gut, Hauptsache es schützt, ne? Also ich habe wieder drei Messerchen zu bespielen. Demnächst kommt noch das Böker Rettungsmesser, ne? Mit dem Klick, 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 Klick. Das leiht mir dann die Brandy, oder Brandy und Manuel Albrecht. Vielleicht hat hier jemand das Pendant von Tools for Gents, ne? Mich hier vergleichen könnte. Finn Wolf, geil. Also, wir haben was zu bespielen. Ja, da fängt das ja gut an. Ne? Also, ein würdiger Jahresanfang. Geil. So, der Waldmeister ist wieder happy. Ja? Oh. Eins. Oh. Zwei und drei. Geil. Schön. Und vielleicht habe ich noch gute Neuigkeiten. Das ist aber offiziell. Wahrscheinlich gibt es dieses Jahr doch wieder die Messerbörse Schrafheim. Das fand ich cool. So, also, wir haben ein bisschen was zu tun, wir haben ein bisschen was zu spielen. Oh. Hm.
So geht Backlog, Freunde. Ja? Nicht wie bei einem namhaften deutschen Hersteller, wo es am ersten draufkloppen zusammenklappt und einem fast den Finger absäbelt. Oder alle vier. Alrighty. So, das war Unboxing. Schön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ja, passt auf euch auf. Und irgendwann dieser Tage oder Wochen kommt ein Video darüber, was mir in den letzten 2 Jahren alles passiert ist, wo ich ein bisschen Piano gemacht habe. Ja? Alright. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wie immer gilt. Tschüss, Mario. Schmeckt die Hut. Tschüss, ab. Schmeckt die Kapp. Euer Waldmeister. Zum Friseur könnt ihr auch mal wieder. Hm? Und Applaus, Applaus, Applaus!